So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer eiskalten Folge Dead Space 3. So, in der letzten Folge haben wir die Dosendörte eliminiert. Zum letzten Mal konnten wir gegen sie kämpfen und wir konnten sie tatsächlich auch besiegen, indem wir sie in zwei Hälften gerissen haben mit irgend so einem Flaschenzug, Dingenskirchen, Kran, Technik, Bumsen, Dings. So, jetzt sind wir hier. Hier oben. Und unsere Ellie, sie folgt uns beinahe. Oh, muy bien, amore. Mi hombre heldos. Vámonos. Aber dann kam der andere und sagte, nee, also hier, Kollege, wir müssen das hier machen. Und sie sagte, alles klar. Halte ich für eine gute Idee. Und wir dachten so, wow, Moment. Klar passiert das jetzt. Moment. Scheiße. Sie hat doch eben gerade ihr Schatzi-Schmatzi verloren. Nee, ich bin vorher leider gerutscht. Ja, alles okay. War ruhig schon vor. Da ist ein Weg am Boden. Ich schicke ihn dir auf deine Rig. Wir treffen uns an der Einrichtung. Okay. Details. So, Eingang, Einrichtung finden. Sieht aus, als müsste ich meine Reise ab hier zu Fuß fortsetzen. Die Forschungseinrichtung kann nicht mehr weit weg sein, aber ich muss vor Einbruch der Nacht dort sein. Ich habe keine Ahnung, welche Gefahren hier in Dunkelheit lauern. Ja, doch, natürlich hast du Ahnung. Necromorphs. Was? Oder? Oder? Vielleicht sollten wir mal wieder... Warte, lass mal unser kleinen Robi-Roboter hier unterwegs sein. Robi-Roboter, geh mal unterwegs. Robi-Roboter, sammle mir den Keks. So. Dies oder dies? Dies entlang, kommen. Oh. Alles klar. So ein Bunker, wa? Eieiei! Es gibt ja also... Strom. Ich wollte gerade sagen, Seilbootbahn nach oben, aber... Wir haben ja gelernt, ist nicht sicher. Auch wenn schon dieses riesen Dosendörte-Ding jetzt endlich tot ist. Ich frage mich, woraus entsteht das? Auch aus Menschen? Nein, natürlich nicht. Es sind Aliens. Sie wohnen hier. Aha! Ja, weg. Irgendwas sagt mir, ich find's cool. Oh, Dummbeutel. Dummkopf. Ja, vielleicht nimmst du jetzt mal dein Ding in die Hand. So. Voll aufgeladen. So, lass uns mal hier ganz gechillt alles mal abchecken. So. Wir gehen erst gar nicht erst drauf ein. Wir gehen hier durch die Tür, die geschlossen ist. Ach, scheiße. Aber es wird Nacht. Oh, guck mal hier, selbst der Mond sieht hier zerfressen aus, wa? Du? Wa? Du? Wa? Aber hier, Polarlichter. Schön, wir sind am Nordpol. Nase juckt. Wo ist der? Na, okay, wo muss denn da längst gehen? Geöffnet. Schnell durch die Tür. Wo auch immer das Monster. Hallo? Ihr liegt hier also schon 200 Jahre? Selber schuld. Ach, und bluten könnt ihr aber auch noch. Das ist schön. Ich will euch nur Gründe geben, nicht mehr wieder aufzustehen. Ach, schon wieder draußen, ja. Oh. Achtung, sieht aus, als hätte Danik Zeit zum Sammeln gehabt. Verdammt. Wie sollen wir Rosetta finden, wenn sie seit 200 Jahren tot ist? Moment. Da. Rosetta-Labor. Es ist hier. Perfekt. Mit feinste Rosetta. Und hoffen wir, dass wir diesen Kodex bauen können, bevor Danik uns findet. Feinste Rosetten. Feinste Rosetta. Der Name Rosetta ist eigentlich schon brutal genug, ne? Stell mal vor, auch. Oh, ich nenne mein Kind Rosetta. Oh, ist das brutal, ja? Ja? Also ich finde das... Ich finde das nicht schön. So, was müssen wir hier spielen? Können wir das alleine machen? Komm, mach selber.
Muss ich da was machen? Oh ja, ich muss was machen. Wo soll ich das denn wissen? Ich dachte, das ist ein Cutscene und denkst, du kannst zugucken. Ach du Scheiße. Ja, was soll ich? Was weiß ich, ne? Wohin? Was muss ich tun? Ja, was weiß ich? Ach, doch so viel Zeit, ja? Aua, oh, yeah, Meister! Was daneben war das richtig? Oh, nur solange wir nur dumme. War wohl nicht richtig, oder? Aua! Oh, yeah. Ja, vielleicht sollten wir da. Ja. Das ist verkehrt. Verkehrt. Richtig. Zwei Treffer. Hat das nicht gereicht? Digga, ernsthaft? Warum? Dreimal, ihr habt doch wohl geraucht, wa? Habt ihr mal gesehen, wie schnell der Scheiß hier umgeht? Und der Zeit des. Ja. Jetzt hab ich's. Niemand nimmt es mit dem Superhacker Isaac auf. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ja, oder sie formantieren sich einfach zu irgendwas anderen Hässlichen. Dinge, ob ich geschossen habe? Ja, habe ich. Ja, schieß ruhig daneben, Mann. Alles klar, kein Problem. Überlebt mal so eine Granate. Was ist denn euer Problem, Mann? Ich habe keine Medipacks mehr. Oh, oh Gott. Aber warum überleben die denn einfach so Granaten? Denk mal drüber nach. Wie viel Schuss habe ich drauf gerade? 12. Das ist doch gut. Sechs Fehler! Ja, kann man das denn über... Sterben ist wohl für euch keine Option, ne? Es werden ja immer mehr! Alter, was? Schieß die Körperteile ab, wurde gesagt. Damit machst du sie langsamer und sie sterben schneller, wurde gesagt. Hm. Ernsthaft? So wenig? Was? Legionsanzug wurde freigeschaltet? Was ist denn ein Legionsanzug? Arktischer Anzug? Diese ausrangierte massive Panzerung wurde im 23. Jahrhundert von Soldaten getragen und ist bei Sammlern und Historikern heiß begehrt. Gut, sieh mal an, ne? Ja. Da. Okay. Yay, Digga. Sollten wir da ein bisschen... Warte mal, vielleicht sollten wir noch ein bisschen Waffen pimpen. Kompakter Standardram. Bla. Platine. Bots sind zurück. Einzugrobot ist auf jeden Fall zurück.
Okay. Zielfernrohr. Okay. Neu, wir haben neue Pläne, wa? Na komm. Impulsgewehr, endlich! Bitteschön. Was ist Mjölnir? Was ist das denn? Eine Valhalla stammende Waffe, eine Erweiterung, Maschinen, Blitzkanone und hydraulischen Hammer. Wird gesammelte Teile. Was? Wird gesammelten Teilen falls vorhanden hergestellt. Okay. Mjölnir. Oh, du hast Hammer. Weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Und offensichtlich macht die auf jeden Fall schon mal sehr viel Schaden, ne? Mjölnir. Boah, das Impulsgewehr, da ging gar nicht, ne? Was macht die denn so? Wie schießt die denn so? Guck mal, wir können noch mehr machen. Hier, Impulsgewehr. Suchergewehr. Was ist denn das? Leistungsstatus, präzises, halbautomatisches Gewehr mit Zielfernrohr, Digga. Mjölnir finde ich schon mal sehr, sehr interessant, ne? Mjölnir. Diese Waffe hält stehen. Klar, Digga! Speicherort auswählen. Für diese Impuls. Warte mal, wir haben doch hier, guck mal, den dritten Slot. Jetzt können wir jetzt mal keine Waffen mehr herstellen. Bin mal gespannt, was für ein Motherfucker-Ding das ist. Das ist das Impulsgewehr, was ich gerade hatte. Wie das Impulsgewehr so nennt. Sie verarschen jetzt? Wo ist die Waffe? Das ist das scheiß Dingsgewehr. Sag mal, hör mal, gib mir mal meine Waffe wieder. Ja, mach die Bank auf. Wo ist die Waffe? Die neue, die ich hier gebaut habe. Wieso gibt es da keinen dritten Slot? Eben gerade wurde doch was von dritten Slot gesagt. Objekte herstellen. Save. Was ist denn das? Mein Inventar. Ja, was ist das jetzt? Hergestellte Waffe. Kompakte Standard-Maschinenpistole. Schwere Strahlkanone. Ich wüsste nicht, dass wir die irgendwo mal hergestellt haben. Kompakte Plasma-Cutter. Ja. Okay. Was habe ich jetzt hier in der Hand? Oh. Okay. Na dann, bin ich ja mal gespannt, was so passiert. Ich bin ja mehr so ein Fan von Schnellfeuer-Scheiß, ne? Ab geht! Panzerung. Sauerstoff. Okay. Was ist das? Warte mal, das ist nicht... Doch, das war Panzerung, ne? Panzerung finde ich immer geil. Panzerung finde ich geil. Bis ist der Upgrade bereits. Alles klar, die Upgrades, die übertragen sich auf die anderen Dingens. Und ich kann leider nichts mehr upgraden, weil mir dafür aber was fehlt. Dann lass uns mal die Robots nochmal durch die Gegend schicken. So. Ich sehe noch versperrt. Verigelt. Wo muss er eigentlich hin? Bisschen lang, okay. Hier kamen wir ursprünglich mal her. Und hier ist der Fahrstuhl. Ja, los geht's. In Bearbeitung. Ja, ja. Bearbeite gleich deine Mutter. Nicht so böse Worte hier sagen, Tomji. Wir bräuchten dringend mal hier, Walter, auf einmal so Kopfläuse, ne? Motivation. Ja, das auch. Und wie nennt sich das andere gleich noch? Heilung. Alles klar. Die Kontamination wird eingeleitet. Bitte stillhalten. Alter, was geht denn ab? Hallo? Na, mein Engel? Das ist also Rosettas Labor. Ach, endlich. Und das ist die Montagestation. Laut der Steuerung.
Wir sollen einen Kodex zusammensetzen. Klingt logisch. Nein. Laut Aufzeichnungen sind wir hier, um Rosetta zusammenzusetzen. Was? Die haben sie in Stücke geschnitten? Bäh. Oh mein Gott. Was für ein Scheißtag. Die haben sie zerschnitten? Warum? Keine Ahnung. Aber es sind schon ein paar Stücke in der Montageeinheit. Ich glaube, da vorne ist noch eins. Wo? Ziel hinzugefügt. So. Einige der Rosetta-Proben befinden sich im biologischen Sektor dieses Einrichtungen. Bla bla bla, alles klar. Ja, dann mal los. Was ist das? Hier müsste ein Behältnis sein, das mit dem Katalogsystem des Labors verbunden ist. Ja, da drüben. Okay, mal sehen, ob ich es reinbekomme. Alles klar. Ach, so eine gruselige Einrichtung. Mal sehen, ob ich das zur Montagestation schicken kann. Moment. Okay, da fehlen wohl einige Proben noch, wa? So, laut Unterlagen gibt es noch 4 weitere. Aha. Sachen. Diese wurden von Dr. Serrano aus der Liste ausgetragen. Die Einrichtung hat 3 Gebäude. Wenn es noch weitere Stücke gibt, sind sie in einem davon. Oder in allen. Wie ich's mitbekommen habe, waren die meisten Türen versperrt. Tja, dann ist heute dein Glückstag. Warum? Sieh mal, was ich gefunden habe. Ach komm schon. Sicherheitspass. Willst du es probieren? Nö. Warum nicht? Es sieht aus wie Darth Vader, Alter. Ich bin den Vorderen. Okay. Erklär mir, Biatsch, wo muss ich hin? Ach, guck mal, nur sie kann diese Treppen hoch. Was ist denn das? Na, super, danke. Ach, finde das alles darüber heraus, wie man durch das Zusammensetzen von Rosetta einen Kodex herstellt. Ich sehe mich in den Laboren um und sammle den Rest von Rosetta ein. Dekombination, da, Gott, ich bin das Vertrauen, da. Schreib mich hier voll an, Digga. Okay. Dieses Gebäude hat 3 Bereiche. Na, da bin ich ja mal offensichtlich gespannt. Offensichtlich hat diese Einrichtung 3 Hauptgebäude. Ja, 3 das, Hauptgebäude. In dem wir jetzt sind, ist Biologie. Dann gibt es noch eins für Paläontologie und eins für geologische Studien. Ah, wie schön. Welches soll ich mir zuerst ansehen? Egal. Sei nur vorsichtig. Warum? Meinst du, da draußen könnte mich was fressen wollen? Das ist nicht witzig. Ich weiß. Isaac Ende. Ich liebe dich. Ich weiß. Isaac Ende. Hier, lass mich rein. Koop. Achso, kann man hier noch als Koop-Spieler reinladen? Ich will aber nicht Koop. Dahin? Nein. Was? Wohin? Dahin, okay. Sims. Oh, Digga, ernsthaft? Was ist denn das für eine Teuflerei? Möllen hier schießen. So war das geplant. Möllen hier. Es lebt einfach. Fick dich. Es spritzt auch noch so ab, ey. Widerlich. Ja. Hier sind überall eklige Wucherungen, die auch einen Teil der Durchgänge blockieren. Sind sie organisch? Hier steht nämlich, dass es ein Sterilisationssystem gibt, das bei einer Isolierungsstörung organisches Material zerstören kann. Das
Jetzt wäre mal so an der Zeit, mal wirklich Motivation und irgendwie Gesundheit zu finden, ne? Gas wird freigesetzt. Fehler Gaspumpe. Offline. Das hatten wir ja schon mal gehabt. Mit diesen organischen Sachen. Wechselbomben. So, ich setze mal hier ganz kurz einen dritten. Achso, haben wir keinen Robi mehr mit am Start? Alles klar. Was war das denn? Textlog gefunden. Drücke Blande. Kann ich lesen. Oh, echt jetzt? Treffe ich nicht? Bestien. Okay. Die Pumpe. Aber der Aufzug sollte größtmöglich jetzt noch funktionieren. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so übel, wa? Aufzug reaktiviert. War das denn jetzt korrekt? Nein, wir brauchen den Aufzug ja. Das muss anders laufen. Aufzug online. Okay, jetzt bräuchten wir so einen 50er. Genau, der wird's machen. Wird sie verarschen? Aha! Ja, komm schon mal. War mein Thors Hammer leer da? Nö, aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen weg. Ja, guck mal. Alle. Ich brauch definitiv mehr Heilung hier. Wieso krieg ich hier keine Heilung, verdammte Kacke? Ja, nun komm, hör mal auf, Digga, Alter, ehrlich. Ja, ich dachte, das ist so eine super mächtige Waffe hier, Alter. Kannst ja Tonne treten, da bin ich ja besser mit einem Pulsgewehr dran gewesen. Wäre ich dran gewesen, besser bei. Thors Hammer ist doch nicht so stark und ich brauche unbedingt Heilung. Sucherbot wartet an der Weltbahn. Schön. Sterilisationssequenz wird eingeleitet. Alles verjast. Ja, super. Hat was gebracht. Aber wir sind selber fast down, Alter. Das ist auch scheiße, Leute. Lass mal rein. Ja. Unsere minimale Rettung, Alter, ehrlich. Ein Tropfen, weißt du? Ein Tropfen Heilung. Biologie. Eieiei. Digga! Look, look, look.
Dumme Idee, ganz dumme Idee. Egal, wir brauchen das hier. Alter, was denn, Mann? Komm her. Willst du mich verarschen? Ich treffe mich oder was? Alles klar, er macht Spaß. Oh, alter Digga, ich will diese verfuckten Raketenwerfer abschießen. Kann ich das jetzt mal bitte machen? Dankeschön. Aber keine Motivation dafür? Scheiße. Jetzt aber. Yay! Abgefuckt. Okay. Na. Wein doch nicht. Wie die TikTok-Dings, ne? Diese TikTok, Trend da. Zitte nicht! Alter, zitte nicht, Digga! Muss ich das so wegtragen? Scheiße, dein Ernst? Da ist das Bein. Alter, was ist mit dir los, Alter? Fick dich! Ja. War gerade am Nachladen, du Penis, da wartet man drauf, ne? Schieß doch, Junge! Thor's Hammer ist nicht so der Wahnsinn, ne? Also mein Hammer ist... Okay. So, jetzt mal ein bisschen Motivation hier am Start gehabt, oder? Hier ist eine Werkbank, ne? Ne, was ist das? Ne, scheiß Audio-Dings. Dr. Earl Serrano Status-Update. Ich kann mir jetzt denken, warum die Alien-Maschine unseren Kodex nicht annehmen wollte. Die Anweisungen waren durch den zweiten DNA-Strang, die Anomalie, verfälscht. Heute fanden wir ein neues, makelloses und intaktes Exemplar. Seine DNA ist unverfälscht und ich hoffe, dass dies der lang ersehnte Durchbruch wird. So schicke ich die weg. Das ist doch nice. Ich habe doch ein Stück von Rosetta gefunden und schicke es dir jetzt. Welches Stück ist es? Kopf. Schwierig zu sagen vom Querschnitt her, aber es ist nichts, was ich wiedererkenne. Kopf. Okay, ich bereite es vor, sobald es hier ist. So, Kinderchen, das war's für heute. Danke fürs Reinschalten. Schaut auch wieder in die nächste Folge rein und tschüssli, Müsli.